In Zukunft soll weniger zumindest genauso viel sein. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 20. Kalenderwoche. Eins mal vorweg, Entschuldigung an alle fastenden Leid-Zuschauer, aber es lässt sich halt im Sendeplan nicht vermeiden. Ihr seht ja, dass es am Montag mit Fast and Then Light das angekündigte erstmal Ende geben wird. Damit ist gewissermaßen auch klar, wie der aktuelle Durchlauf ausgehen wird. Aber es lässt sich nun mal nicht ganz vermeiden. Ich habe auf jeden Fall daran gedacht, aber hätte ich es jetzt komplett rausgelassen, wäre auch Quatsch gewesen. Auf jeden Fall geht Fast and Then Light nach eben sehr langer Zeit zu Ende. Wie lange läuft das schon? Oktober 2018. Seitdem läuft das Spiel, jetzt haben wir fast Mitte 2020. Es ist einfach mal an der Zeit, wieder was Neues auszuprobieren, und es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass wir in das Spiel zurückkehren, denn es gibt ja noch viele, viele Inhalte und viele Sachen, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Es ist einfach unfassbar, wie viel in diesem doch scheinbar kleinen Spiel einfach drin steckt. Toll. Einfach toll, aber schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Auf jeden Fall, nach langer Zeit geht's da zu Ende. Und kennt ihr ein Projekt, das schon länger läuft als Faster Than Light auf diesem Kanal? Ja, das Regenbogenspiel hat ja auch schon eine vierstellige Folgenanzahl und ist schon weit über 1500 Videos hinaus. Und das Regenbogenspiel ist eben gewissermaßen der Grund für das heutige Wort zum Sonntag. Ihr kennt ja auch schon, eins mal noch vorweg, Rainbow Six Siege, da geht es am Freitag mit der Operation Shifting Tides los. Mit Folge 1755. Ja, aktuell läuft noch Amber Rise und in Echtzeit läuft gerade die Operation Void Edge und die läuft auch schon seit anderthalb Monaten. Aber dass ich ja ein kleines Pufferchen bei dem Spiel habe, das ist für euch nicht neu, das habe ich schon hier und da mal erwähnt. Aber eins kann ich euch auch schon mal vorwegnehmen. Mit Operation Void Edge wird es dann mit Folge 2118 losgehen. Ho, Folge 2000 ist also auch eingetütet, sicher im Sack. Ja, darauf könnt ihr euch freuen und auf noch viel mehr. Das Regenbogenspiel. Das läuft ja auch schon seit über einem Jahr mit 2 Folgen pro Tag. Und könnt ihr euch noch dran erinnern, in Zukunft soll weniger, zumindest genauso viel sein. Das ist der springende Punkt. Ich habe jetzt eine lange Zeit gemerkt, mit dem Regenbogenspiel habe ich gar kein Problem, die Folgen so zu bringen, wie ich sie einfach schon seit über einem Jahr bringe. Also 2 Folgen an einem Tag. Und in Zukunft wird es einfach weniger Folgen geben. So einfach ist das. Wie was? Bei dem Puffer weniger Regenbogenspiel? Ja. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich werde einfach in Zukunft, ich habe das schon seit ein paar Wochen ausprobiert, finde ich sehr angenehm, läuft auch ganz gut, in Zukunft wird es pro Tag nur noch eine Folge geben. Bisher war es so, eine Folge, eine Partie. Und 2 Partien pro Tag. Und in Zukunft wird es dann, passt auf, in einer Folge 2 bis sogar 3 Partien geben. Weniger Folgen ist ist dann zumindest genauso viel. Das wird es dann bei Rainbow Six Siege zum Jahreswechsel 2020-2021 in etwa geben. So meine kleine Vorausschau. Ja, so viel Puffer habe ich. Ich habe ja gesagt, kleines Pufferchen bei Rainbow Six Siege. Aber Rainbow Six Siege ist da auch ein kleiner Vorreiter. Denn es gibt ja auch noch ein drittes Spiel, was zurzeit immer läuft. Und da habe ich dann vor, bei dem nächsten Spiel, was wir komplett von 0 an Anfang, also von Folge 1, nicht von 0. Dann möchte ich es dann auch so machen, dass dann eine Folge nicht mehr die gewöhnlichen 20 Minuten geht, sondern eben, ich sag mal, 30 bis 40 Minuten. Warum von bis, wenn bisher eine Folge A 20 Minuten bei 2 Folgen pro Tag auch drin war? Ich will mich da jetzt nicht irgendwie auf eine gewisse Zeit festlegen. Es gibt ja auch hier und da mal wieder eine Folge, wo es einfach 27 Minuten oder sogar 35 Minuten lang ging, weil ich einfach mal komplett im Spiel versunken bin und die Zeit vergessen habe. Aber in Zukunft möchte ich auch da dann eben eine Folge so 30 bis 40 Minuten bringen. Ist einfach auch ein Ersparnis von Videotitel bearbeiten und Thumbnail erstellen. Das bringt mir jetzt nicht mehrere Stunden ein, aber wenn ich eben gesehen habe, jetzt nach über einem ganzen Jahr, das ist soweit kein Problem,
Ja, warum nicht dann auch einfach mal so richtig ernst umsetzen mit dann bloß einer Folge von 30 bis 40 Minuten? Wenn es dann halt mal wieder ein Rennspiel gibt, die eben doch ganz schön in die Dateigröße gehen können. Wenn es mal wieder ein Rennspiel gibt oder eben ein Spiel mit viel Vegetation, dann werden die Folgen entsprechend größer und da will ich mir einfach offen halten, ob da eine Folge nicht bloß 30 Minuten geht. Aber ich werde es einfach mal sehen. Im nächsten Fall, beim nächsten Spiel, was dann komplett neu angegangen wird, welches das sein wird, kann ich euch noch nicht verraten, denn ich weiß es selbst noch nicht. Aber damit ihr einfach schon mal Bescheid wisst, wie hier der Hase in Zukunft laufen wird, ich weiß, Jahreswechsel 2020-21 ist noch ein Stück hin, aber ich habe eben beim Regenbogenspiel gesehen und es hilft mir auch bei eben zum Beispiel Spielen, die dann mit mehr Vegetation auftrumpfen. Ich kann dann einfach, ich habe ja schon viele Folgen auch vorab hochgeladen, also das ganze Jahr habe ich die Folgen auch schon hochgeladen. Da habe ich damit auch nochmal den Puffer. Ich kann mir erlauben, mal 1, 2, 3 Wochen nur ein Spiel hochzuladen. Das dann aber wirklich mit viel Vegetation zum Beispiel, mit einer Folge pro Tag, 30 bis 40 Minuten lang auch wirklich laufen kann. Ohne dann mal einen Tag zu unterbrechen. Das sichert dann eben auch dieses Rainbow Six Siege mit diesem kleinen Pufferchen. Und somit habe ich die Kurve bekommen. Und ja. Nochmal kurz zusammengefasst, Shifting Tides, am Freitag geht's los. Die Operation bei Rainbow Six Siege Folge 1755. Operation Void Edge dann mit Folge 2118. Zum Jahreswechsel dann nur noch eine Folge vom Regenbogenspiel. F1, da ändert sich nichts. Das läuft ja schon seit Ewigkeiten mit mehr als 20 Minuten pro Folge. Ja, und das nächste Spiel, was dann mit Folge 1 beginnt, soll dann auch nur noch eine Folge pro Tag bekommen. Habe ich mich einfach weniger um Videotitel und Thumbnails zu kümmern, kann ich mich mehr den etwas wichtigeren Dingen kümmern. Zum Beispiel Spiele spielen. Also dann, seid gespannt und ich bin es auch, wie das in Zukunft so laufen wird. Und ich wünsche euch viel Spaß mit noch Faster Than Light, mit Lara Crofts neuen Abenteuern, mit der virtuellen Formel 1 und natürlich auch mit dem Regenbogenspiel. Und eine schöne neue Woche wünsche ich euch auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, ciao.